Also mein Freund, Kerem, du weißt, wie ich auf Instagram heiße. Ich schreibe dich an, lass mal zusammen auch so ein Format machen, wenn du Bock drauf hast. Was geht ab, meine Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder mit einem richtig, richtig lustigen Format, glaube ich. Alleine vom Titel her könnte das echt nice werden. Und zwar heißt das Format YouTuber vs. MMA-Fighter von Yavi TV. Yavi TV ist in dem Sinne dann der YouTuber und der MMA-Fighter ist kein geringerer als unser guter Mann Kerim Engizek, der GMC-Champion im Weltergewicht. Bevor wir in das Video steigen, nochmal ganz kurz zwei wichtige, wichtige Sachen. Nicht weiterklicken, ja? Ich weiß, dass ihr schnell zum Video wollt, weil ihr was gewinnen könnt. So, ich hab's gesagt, alle 14 Tage wird es jetzt bei Ring Life ein Gewinnspiel geben. Was gibt es jetzt zu gewinnen? Schaut euch mal diese geilen Shorts an, Mann. Muay Thai Shorts von 8 Weapons mit einem geilen 8 Weapons Aufdruck hier vorne. Allein die Farbe, das ist so Armeegrün, ja, Camouflagegrün, sieht richtig killer aus. Hatte ich selber vorhin an, hab's probiert. Übertrieben bequem, übertrieben geile Optik. Dann gibt's das nochmal in Schwarz. Bisschen mehr Basic, ja, so für die, sagen wir mal so Tyson-Meißen-Fan, die einfach nur All Black in den Ring steigen möchten. Auch richtig geil. Auch von 8 Weapons. Und auch von 8 Weapons nochmal eine Muay Thai Shorts in Weiß-Schwarz mit richtig geilen Asia-Aufdruck und allem Möglichen. Sieht aus wie eine tätowierte Shorts, die ich selber auch tragen würde. Richtig killer. Alles, was ihr tun müsst, um mitzumachen, ist Punkt Nummer 1. Ihr folgt mir auf Instagram unter nomde92, meinem persönlichen Account, und dem ringlife.yt Instagram-Account. Das ist die Voraussetzung, dass ihr überhaupt mitmachen dürft. Wenn ihr diesen beiden Konten nicht folgt, dann dürft ihr nicht mitmachen. Ganz einfach. Also ihr könnt entscheiden. Und ganz wichtig nochmal jetzt hier Werbung an dieser Stelle für unsere Kooperationen. Wieder mal in 5 Sekunden. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln oder Nahrungsergänzungsmitteln, dann schaut ab jetzt immer in die Videobeschreibung, denn dort findet ihr saftige Rabattcodes. Und nicht vergessen, Freunde, morgen ist wieder Sonntag. Wir streamen um 19 Uhr live hier auf YouTube. Ich will jeden einzelnen von euch sehen. Ich will jeden einzelnen von euch im Livestream sehen, damit wir uns wieder chillig in den Sonntagabend unterhalten können. Erstmal im dicken Porsche angefahren gekommen. Es ist der Yavi. Nee, okay. Ich dachte jetzt, der Yavi. Digga, ich dachte mir so, hey, fährt hier im Porsche vorbei. Ja, bei Yavi läuft dann. Aber das ist der Kerim. Aber ich persönlich, ne, ich muss zum Beispiel sagen, ich bin zum Beispiel gar kein Porsche-Fan eigentlich. Trifft irgendwie null meinen Geschmack. Wer kommt jetzt? Ja, wie kommt jetzt angefahren? Ja, okay, er fährt auch AMG. Läuft auf jeden Fall. Ey, was ist das? Das könnte so eine Szene sein aus Bad Boys oder so. Die machen erstmal voll auf cool und dann stolpern die her. Ja, korrekt. Ja, gute Comedy auf jeden Fall. Yavi ist ja auch, glaube ich, ein bisschen in der Comedy-YouTube-Schiene ein bisschen unterwegs, ne? Also irgendwann läuft es bei uns vielleicht auch so, dann können wir uns auch ein AMG leisten, aber ihr wisst ja, ne? Ich arbeite auf die dicke Bertha zu, auf die G-Klasse. Genau, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ihr habt lange darauf gewartet, wir beide werden heute gegen Kerim kämpfen. Ja, Kerim. Ist im Hintergrund nicht Copyright-Musik? Bei mir im Gym, Team Alpha. Danke nochmal an Team Alpha. Im Hintergrund läuft doch 50 Cent Musik. Wie hat denn der das reingeklatscht, ohne dass er Copyright-Probleme bekommt? Warte mal, kurz mal schauen. Und wir werden auf jeden Fall gegen den MMA kämpfen. Ja, schau mal. Wieso hat denn der... Das verstehe ich gerade nicht. Zum Beispiel, schau mal. Also ich bin mir... Der hat 500.000 Aufrufe auf dem Video, ne? Das Video hätte ihm schon echt gut Kohle bringen können. Aber ich glaube jetzt alleine von dem Video hat er keinen Cent bekommen, weil er jetzt hier Copyright-Musik drin hatte, wie man hier sieht. Und die, ja, dadurch ihm die Einnahmen nehmen. Wir ringen einzeln so lange, bis wir dreimal abtopfen. Abwechselnd, danach werden wir einzeln gegen dich MMA kämpfen und danach einmal zusammen. Und das war's dann auch schon. Also Leute, viel Spaß mit dem Video. Erst der eine, dann der andere gegen Kerim und danach ist es halt mehr oder weniger MMA dann, also dürfen die dann alles benutzen. Oi, schön raus. Wieso hat er ihn jetzt, gerade geschlagen? Warte mal. Hat er ihn jetzt gerade geschlagen? Das ist doch Ringen. Der haut ihm jetzt erstmal voll in den Körper rein. Schau mal, da war ja erstmal gerade ein bisschen lost, der Yavi. Der dachte, das ist jetzt MMA pur. Aber eigentlich ist es ja nur Ringen und der verpasst ihm erstmal so einen Treffer in den Körper. Ui, der Arm. Eieiei, klopp ab. Diese Leute, die zu Stoß sind, die wollen lieber sterben. Der wollte nicht abklopfen, ja, der ist zu stur. Okay, zweite Runde. Also ringertechnisch bin ich echt, also ich bin schlecht, was Ringen angeht. Muss man ehrlich sagen, Standkampf ist halt meins, Ringen ist nicht so meins. Kerim ist auch ein kräftiger Mann halt auf jeden Fall auch, ne? Der ist ja was ein... schön hochgehebelt. Ja, der hätte ihn richtig slammen können. Kerim ist was 1,82 groß. Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, Kerim wiegt so
wiegt so an die 90 Kilo. Schau mal, der schlägt schon wieder erstmal. Der ist schon wieder komplett lost. Kerem setzt den Hebel an und der schlägt dann erstmal wieder voll zum Körper. Ich wollte sagen, Kerem ist wahrscheinlich so beim Normalgewicht, wenn er sich jetzt gerade nicht 100% auf den Kampf vorbereitet, wahrscheinlich bei etwa 90 Kilogramm. 90 Kilo auf 1,82, das ist schon eine gute Masse. Da bin ich ein bisschen lost. Es hieß doch, dass sie nur ringen würden. Aber der Javi schlägt ihn immer wieder mal so kurze Sneaky-Treffer in den Körper. Ah, jetzt. Ah, Kerem kommt jetzt mit richtig wilden Kombinationen. Schaut euch diese Treffer an. Oh, schön. Oh. War aber ein bisschen zu langsam gewesen. Hat Kerem gut verteidigt. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, was Javi eigentlich selber für Kampfsport macht. Bin mal gespannt zu sehen, wie dann der Standkampf ausschaut, wenn die dann MMA kämpfen und nicht nur ringen. Schön. Und Choke rein. Eieiei, tapp doch, Digga. Ja. So ein Rear Naked Choke ist gar nicht lustig, wirklich. Wenn ihr so einen Rear Naked Choke abbekommt, das fühlt sich an, als würdet ihr gleich verrecken. Ihr kriegt erstmal voll die Panik und so, wisst nicht mehr, was ihr machen sollt. Der Druck auf eurem Kehlkopf ist so hart. Normalerweise reicht ein Rear Naked Choke 3 Sekunden lang richtig drücken oder so 2 Sekunden und ihr seid eigentlich weg. Zusammen, mal gucken, was mit mir passiert heute. Wer ist der Kollege eigentlich? Ich weiß nicht, wer das ist, der mit Javi jetzt hier da zusammen ist. Ist das auch ein YouTuber? Der liefert Kerem jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Action. Was ist los? Irgendwas ist mit seiner Schulter. Leute, das ist das Risiko beim MMA. Diese Sportart ist nicht ungefährlich. Ist seine Kugel ausgeschultert? Ist seine Schulter ausgekugelt oder was? Weil der lag so komisch da. Oder war das jetzt einfach nur ein bisschen gezerrt? Für die Klicks. Nur für euch. Jetzt Daumen hoch. Genau jetzt. Warte. Er hat es gesagt. Wir drücken jetzt Daumen hoch natürlich. Wenn der YouTuber sagt, drückt Daumen hoch, dann drückt man den Daumen hoch. Jetzt, Freunde, wenn euch das Video gefällt, drückt Daumen hoch. Schön ausgehebelt und rübergeworfen. Side Control. Jetzt nimmt er den Arm. Ist der Arm ab? Ich glaube, der Kollege kann nicht wirklich weitermachen. Das scheint anscheinend richtig Schmerzen zu haben in der rechten Schulter. Leute, ja, das ist halt gefährlich, ne? Kampfsport ist ein explosiver Sport. Wenn man sich beispielsweise einmal nur nicht anständig aufgewärmt hat und nur eine blöde Bewegung macht, zerrt man sich sofort. Jetzt bin ich mal gespannt, was hat dieser Javi im Stand drauf? War das sneaky. Schau mal. Touch Gloves und danach direkt hinterher den Low Kick. Er nutzt alles Mögliche, was geht. Er nutzt alle jede Vorteile, die er hat. Versteckt sich erstmal hier hinter dem Sandsack. Ui, das wehgetan. Schön in die Kniekehle. Warte, nochmal. Schaut euch mal diesen Low Kick an. Schön in die Kniekehle rein. Von der Seite rein. Ach, ui. Okay. Ja. Keine schlechte Aktion von Javi. Oh, wieder dieser Low Kick. Oi, dieser Kick jetzt mit dem linken Fuß direkt an den Kopf. Da hat er ihn, das müssen wir nochmal schauen. Das war echt gut gemacht. Warte, die ganze Aktion will ich. Was ist denn heute mit meinem Internet los, Mann? Wir leben in Deutschland. Ich habe eine 100.000er Leitung und scheiße YouTube hängt, Mann. Ich raste gleich aus, Freunde. Also, Javi. Low Kick gezeigt und kommt in der rechten Geraden und Kerem kommt jetzt hier mit so einem Scissors Kick und trifft ihn mit der linken, weil er abgelenkt war. Ui, Bodenkampf, Ground and Pound, Javi versucht nur noch die Deckung zu halten. Kerem wieder mit unglaublich harten Schlägen hinterher, um ihn auszunocken. Spaß beiseite. Push Kick. Also, bisschen Erfahrung hat Javi auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, ne? Es ist nicht so, dass er zum allerersten Mal, ja okay, alleine dieser Kick-Ansatz gerade zeigt, dass er nicht zum allerersten Mal im Ring steht oder irgendwie Kampfsporttraining gemacht hat. Er hat auf jeden Fall ein paar Einheiten gemacht. Sein Boxen ist ein bisschen,
Ja, sein Boxen ist auf jeden Fall Verbesserungs... wie nennt man das? Verbesserungswürdig. Aber seine Kicks sind, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Schon wieder den High-Kick ran. Direkt an das Auge, aber nur leicht gestriffen mit den Zehen. Kerem auch gleich so, oh shit. Hat ihn entweder an der Nase oder direkt in die Augen getroffen. Ich glaube, das war das Auge. Ich glaube, der hat ihn direkt mit den Zehen in das Auge gestriffen. Sieh mal auf! Sag mal. Deine Nase oder Auge? Nase. Komm, Auge. Auge, sagt er, ne? Oh, oder Nase. Oh, der blutet auch. Leute, bring mal irgendwas. Hast du keinen Spaß, Mann? Ja, wie gesagt, Freunde. Kampfsport ist halt so. Ey, der blutet aber ordentlich. Ist es die Nase jetzt oder blutet das Auge? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Ich hoffe nicht das Auge, weil das ist ein bisschen gefährlicher, wenn das Auge blutet. Wenn es die Nase ist, ist es nicht so schlimm. Bei mir wurde mal mit offener Hand ins Auge reingeschlagen. Ich habe dann eine Platzwunde, das rechte Auge, glaube ich, war das. Mein Augenlid über dem rechten Auge, hier hatte ich einen Cut. Das war dann offen, da musste ich erstmal zum Arzt gehen, damit die mir das kleben. Ja, ich habe wir haben Partnerübungen gemacht und mein Partner hat mir mit offener Hand mit dem Daumen einfach voll in das Auge geklatscht. Mein Auge war erstmal so fett und ich sah aus wie ein so richtiger Mongo. Okay, es war nur die Nase, die geblutet hat, das ist gut. Das Auge ist dabei nicht ernsthaft irgendwie verletzt worden. Also sagen wir mal, Kerem hat jetzt hier, glaube ich, vielleicht 20% Tempo oder so reingehauen. So easy die Tritte, die Schläge, die er reingebracht hat. Aber das ist halt, wie gesagt, der Unterschied zwischen einem Mann, der Kampfsport lebt und als Beruf macht, wirklich 2 oder 3 Mal am Tag trainiert, jeden Tag und das durchballert, mit dem Besten der Gegend oder so die ganze Zeit trainiert und ja, anderen Leuten, die halt ab und zu mal ein bisschen Kampfsport gemacht haben und machen und dann sich mit ihnen messen. So sieht das Ganze halt aus. Aber wisst ihr was? Ich hätte auf jeden Fall auch Bock auf ein ähnliches Format. Ich hätte auch Bock auf Sparring mit Profifightern. Ich würde auch gerne Sparring mit Kerem machen. Also mein Freund, Kerem, du weißt, wie ich auf Instagram heiße. Ich schreibe dich an, lass mal zusammen auch so ein Format machen, wenn du Bock drauf hast. Ich komme nach Düsseldorf und dann kannst du mich auch ein bisschen verprügeln wie die Jungs und dann laden wir das auf YouTube hoch, damit sich die ganze Welt über mich lustig machen kann. So, meine Freunde, das war's jetzt auch schon mit diesem Video. Heute, um ehrlich zu sein, ein etwas kürzeres Video, da ich noch einige Sachen zu tun habe und mich ein bisschen beeilen muss. Aber nichtsdestotrotz hat mich sehr unterhalten, das Video war interessant mal zu sehen, wie eben so ein Profi-Fighter mit einem YouTuber kämpft. Großen Lob an Yavi TV und seinen Kollegen, die haben sich gut geschlagen. Natürlich auch ein Lob an Kerem Engizek, dass er sich so zurückgehalten hat und vorsichtig mit den Jungs umgegangen ist. Nicht vergessen, Daumen hoch drücken, an den Kanal abonnieren, all das ganze Zeug. Morgen streamen wir wieder um 19 Uhr. Seid dabei, ich freue mich darauf, euch dann alle zu sehen. Ciao, ciao, Freunde, macht's gut, bleibt alle gesund.